Guten Abend, liebe Schwestern und Brüder. Heute Abend vertrete ich mal die Frau Krämer-Kost und sende mal wieder aus meiner Wohnung, da ich um die Zeit, wo wir eigentlich senden, noch am Arbeiten bin. Ja, ich möchte mir heute mit Ihnen mal so 3, 4 Gedanken machen über das, was wir eigentlich am Ende jeden Abend Segens haben, nämlich den Segen. Was ist dann das, so ein Segen, und wer kann segnen? Ein Segen sagt einfach Ihnen, Gott ist bei Ihnen und hat Sie lieb. Gott geht mit Ihnen. Und es gibt ganz unterschiedliche Dinge und Momente, wo man sich so einen Segen holen kann. Sie wissen, am Ende eines Gottesdienstes werden Sie gesegnet. Das heißt, Sie nehmen diese Liebe und Güte Gottes, die Ihnen im Gottesdienst begegnet ist, mit nach Hause und bekommen dieses Geschenk sozusagen mit auf den Weg. Bei einer Hochzeit wird das Brautpaar gesegnet. Bei der Taufe natürlich das Kind. Und wenn jemand verstorben ist, am Ende der Trauerliturgie wird auch der Verstorbene ausgesegnet. Das ist ein schöner Brauch von der evangelischen Kirche, den ich gerne übernommen habe. Aber wie ist es dann sonst so mit dem Segen? Was oder wen kann man dann alles segnen? Ich muss Ihnen gestehen, ich lasse mich gerne segnen. Und ich finde es zum Beispiel sehr schön, wenn ich bei der Eucharistiefeier, bevor ich das Evangelium vorlese, vom Pfarrer einen Segen bekomme. Ich sage dann immer, ich bitte um den Segen, und der Pfarrer sagt dann, der Herr sei auf deinen Lippen und deinem Herzen, damit du sein Evangelium würdig und recht verkündest. Das ist ein ganz kleiner, kurzer Segen, aber der ist was Wunderschönes. Und so gibt es auch andere Lebenssituationen, wo man sich vielleicht einen Segen holen kann. Zum Beispiel, wenn ich einen neuen Job anfange, finde ich das gar nicht schlecht, wenn ich vorher noch mal in der Kirche bin und lasse mir einen Segen dafür geben. Oder wenn ich was Wichtiges vor mir habe. Früher gab es zum Beispiel den Muttersegen vor der Geburt. Da wurde eine schwangere Frau nochmal gesegnet, damit sie die Geburt gut überlebt. Oder Sie haben eine tolle Freundschaft und möchten die gesegnet haben. Und das kann alle Arten von Freundschaft sein. Das kann die Freundschaft zwischen zwei Freunden, zwei Freundinnen oder auch eine Freundin und einem Freund sein. Da geht es gar nicht um Partnerschaft. Da geht es nur darum zu sagen, wir beide verstehen uns so gut und wir wollen zu unserer Freundschaft Gott im Boot haben. Ich kann mich segnen lassen mit meinem Tier zum Beispiel. Sie wissen, wir haben jedes Jahr, ob es dieses Jahr ist, weiß ich nicht, im Januar in Essenheim die Tiersegnung. Das heißt, da werden Tiere gesegnet. Denn auch Tiere sind Geschöpfe Gottes, die er gerne hat. Und wenn Sie mal das Gefühl haben, Sie und Ihr Hund oder Ihre Katze bräuchten einen Segen, klopfen Sie einfach bei mir an. Das Angebot steht übrigens eh im Raum. Bei Situationen, wo Sie das Gefühl haben, Sie möchten einen Segen durch einen Vertreter der Kirche, fragen Sie den Pfarrer oder mich. Und wir finden bestimmt für alles eine gute Form, wie man einen Segen spenden kann. Ob das dann wirklich in einem großen Gottesdienst ist oder in einer kleinen privaten Feier in der Valentinuskapelle oder bei uns zu Hause, sei dahingestellt. Natürlich, damit kommen wir auch zur Frage, wer kann segnen, können sich den Segen eigentlich von jedem holen. Denn jeder getaufte Christ, jede getaufte Christin kann segnen, kann ihnen das Gute wünschen, dass Gott sie begleitet. Zum Beispiel ein guter Brauch, dass Eltern ihren Kindern, bevor sie aus dem Haus gehen, ein Kreuzchen auf die Stirn machen und ihnen einen Segen mitgeben, dass es ihnen gut geht. Ich habe das bei meinem Sohn auch immer wieder gemacht und mache es auch noch ab und zu abends, wenn ich hoch zu ihm in die Wohnung gehe und sage ihm Gute Nacht, lässt er sich von mir gern ein Kreuzchen auf die Stirn machen und einen Segen geben. Ich finde gerade diese Form des Segens ist was, was wir wiederentdecken könnten. Ich gebe jemandem meinen Segen mit und sage, ich wünsche dir, dass Gott dich begleitet und ich denke an dich. Und ich glaube, es gibt ganz viele Situationen, wo wir uns diesen Segen holen können. Sei es von Mitmenschen oder von Vertretern der Kirche. Denken Sie mal darüber nach, ob es nicht Situationen in Ihrem Leben gibt, wo es schön wäre, Gebet zu sprechen und dann einen Segen zu bekommen. Und haben Sie keine Scheu, sprechen Sie den Pfarrer und mich an, wenn Sie das halt von einem Vertreter der Kirche wollen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten Abend und lade Sie ein, dass wir gemeinsam ein Vaterunser sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt lasse ich Ihnen gern den Segen dafür heute Abend, dass Gott Sie behütet, dass Sie gut durch die Nacht kommen und schließt natürlich alle Kranken hier in unserer Pfarrgruppe in diesen Segen mit ein. So segne und behüte euch und alle, die ihr gerne habt. Gott, der euch gerne hat, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und freue mich, wenn wir uns Freitag und Samstag wieder im Stream sehen. Und Sie wissen, Donnerstag wäre die Chance, live zum Gebet zu kommen, wie auch Sonntag, Montag und Dienstag und Mittwoch. Nein, Mittwoch nicht, Entschuldigung. Aber bis dann, alles Gute. Ciao.